obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte. Eins, zwei, drei, jetzt. Jetzt wollen wir auch noch einen Attacken. Yo, Teach. Hau mir doch nicht aufs Maul. Also, worum geht's jetzt hier gerade? Ich bin irgendwie Gawankov und Svenja ist Mr. Two oder umgekehrt oder... Und eigentlich streame nicht ich, sondern Svenja streamt, weil sie sich als mich verkleidet. Nee. Worauf jetzt von allem? Keine Ahnung, ob ich das auch alles richtig verstanden habe, was ich da so gerade gesagt habe. Aber Hände. Dann doch lieber Blitze. Oder Eis. Oder beides gleichzeitig. Schmeckt. Zwei. Einmal gehauen. Du bist eigentlich vergiftet gewesen. Nein! Er ist hinter mir! Ja, das haben wir seit Schatten. Sven, er ist so böse, dass er einfach alle Teufelsfrüchte gegessen hat. Was machst du bitte hier hinten, Teach? Irgendwie ertrink ich gerade. In Finsternis. Habe ich ihm gerade meinen Hintern in sein Gesicht gedrückt und ihn damit besiegt? Yo. Wir haben heute schon Kill durch Nippel und Kill durch Hintern. Passt. Svenja ist die Königin der Piraten. Also quasi Hancock. Sieht ja keiner. So, Krokodile. Nur mit dem alles schön kaputt. Also, jetzt nochmal zur Klarstellung. Was genau muss ich jetzt machen, um alle Gefangenen zu befreien? Muss der irgendwie aufpassen? Oder was genau muss ich da hinten machen bei den ganzen... bei den Gebieten da hinten noch? Damit ich das nicht verpasse, weil die Mission ist doch ziemlich lang und die möchte ich jetzt nicht noch ein zweites Mal machen. Wenn Jans, wenn er gerade mit Hancock verglichen hat, ist Jan dann Luffy. Bin ich also auch noch Gummi. Machen wir da unten lang und machen die Tür mal für die Leute auf. Die müssen ja da auch irgendwie durch. Ach, hier ist Wasser. Nein, hier ist Feuer, nicht Wasser. Das hatten wir
auch schon? Das ist ja nur diese Mission. Jo. Wieso willst du da hinten flüchten? Was ist los? Gegen wen kämpfst du da hinten? Ach, der Minotaurus. Stimmt, den gab es ja auch noch. Den habe ich ganz vergessen. Bin schon unterwegs. Überlebe noch ein bisschen. Ein bisschen hast du noch. Stay alive. Vor allem brauche ich ein bisschen dahinter, um die Gefängnisse aufzumachen. Darauf. So. Und einmal mit dir. So, 3. Lauf doch nicht zurück zu Magellan. Was tust du? Falsche Richtung. Angeschwächt. Magellan, komm her. Ich habe eine Wasserfeuerschwäche, ja. Ich verbrenne mich auch gerne mal an. Aber ein Wasser kann man sich leider verbrennen. Ich mache mich auch mit Feuer nass. Ja, ganz genau so. Dann überlebt es auch einfach nur. Ah. Okay, er heilt sich, wenn er sich Pose macht am Anfang. Magellan besiegt. Komm mit, Mr. 3. Hey, ich müsste natürlich einfach schnappen und hier hintragen. Irgendwie will er gar nicht mitkommen. Ich will es aufhören. Wie nett. Geht da gerade auch gut rein. So. Handschuhe aus Seestein-Latex. Wenn die Handschuhe aus Seesteinen wären, würde das ihm selbst auch nicht gerade gut tun. Von daher lieber kein Seestein-Latex. Null K.O.s. Yo. Fast. Irgendwie sind die Fragezeichen wieder von den Gefangenen verschwunden.
finde ich jetzt nicht so schön. Ich halte auch die Gefangenen, damit ich hier rauskomme. Wieso sind die eigentlich teilweise echt immer gleich bei ihren Supermodi und ich bin zu meinem Luna Rush nicht immer? Finde ich ein bisschen dumm. So, Mr. 3. Wo ist Buggy eigentlich? Das Crocodile, Buggy. Was machst du bitte da hinten, Buggy? Komm her und frei die Gefangenen. Oh, das ist kurz am Rückzug. Das ist nicht so praktisch. So, hier. Luna. Kann schon abbrechen, geht nicht mehr. Achso, ich darf Magellan nicht besiegen. Ja, das ist gut zu wissen. Na gut, dann machen wir das einfach gleich nochmal. Dann kann ich danach Ruffy nehmen. Und wir mit Warnkopf spielen. Immer besiege ich meine Gegner viel zu früh. So, mal machen wir die Attacke. Das mit dem Gift habe ich auch ab und zu schon mal gemacht. Aber ja, wahrscheinlich eher oder weniger ja eher zufällig. Na du? Hast du wieder den Unmengen großen Kommentare? Das ist schon halbe Romane, was du immer hast. Wie lange noch? Wie gesagt, ich denke mal so bis 7 herum. Danach mal schauen. Huch. Jimbe ist gerade hochgeflogen. Hat das Feuer für mich gelöscht. Das finde ich aber nett von Jimbe und aller Freunde und Helfer. Und dann plötzlich fliegen, nur um Flammen zu löschen. Weg. Nächster. Marinekommandanten. Hey. Was ist das? Ich habe einfach mal gefühlt keinen Schaden machen. Jetzt mache ich ihm Schaden. So, und noch einmal ein Special. Moment, ich warte eben noch. Mal gucken, wer gleich noch alles da ist, den ich gleich im Kizuna Rush benutzen kann. Jimbe kann die Formel 6. Ja, deswegen kann er plötzlich fliegen. Ich glaube, Mr. 3 bleibt zurück. Ist hier auch eingetroffen. Und Magellan ist da. Wo ist mein Essen?
Achso, ich wurde hier wegge... Ah, da. Ich wollte schon sagen, wo ist mein Essen hin? Ich dachte, das Spiel wollte mir hier mein Essen klauen. Das geht ja mal gar nicht. So. Phase 1. Wie bist du denn schon wieder? Nee, das könnte ein bisschen daneben gehen. Nee, es hat getroffen. Sehr gut. Kotz mich doch nicht an. So, Phase 2. Yo, das hat ein bisschen wehgetan. Tue ich dir mal ein bisschen zurück weh. Dann hau dich erstmal aus deinem Modus raus. Und noch mein Special Tear. Also ich glaube, bei Crocodile wird dann mal so geschrieben. Mal mit K, mal mit C. Ich kann vielleicht selbst nicht entscheiden, wie sie es jetzt eigentlich schreiben wollen. Yo, Spiel. Die Kamera hat mich gerade schon so ein bisschen an Systeria erinnert. So, hier geht's kurz übel und du bist weg. Mit einem wunderschönen Niha! Und die dürfen wir jetzt gleich nochmal machen. Oh, wie eine halbe Stunde lang gedauert hat. Holy. Boah. Wir nehmen auch noch ein paar Münzen. Ja. Nee, ich denke, wir machen heute ja nur noch so Singleplayer. Die Mission ist halt aber wirklich unendlich lang. So. Wir haben noch Ruffy. Noch ein paar Münzen. Oh, die habe ich sogar. Die habe ich auch. Gut. Damit habe ich die normalen Werte von Ruffy alle voll. Und noch die ganzen anderen Sachen. Also, um da dran zu kommen, darf ich Magellan nicht besiegen? Fragezeichen. Damit wir es jetzt auch nur bei dem einen Mal belassen können. Möge die heilige Banane mit euch sein. Die heiligen Bananen. Dann auch lieber die heiligen Hirten. Ich hätte zumindest auf leicht umschalten können. So jetzt. Okay, nicht besiegen und dann befreit Buggy alle.
Das heißt, ich kümmere mich einfach da oben, dass alle Gegner weg sind. Aber ja, so level ich nebenbei noch ein paar Charaktere hier. Also die Fähigkeiten pro von ein paar Charakteren. Ist auch irgendwo. Boah. Noch wichtig. So, Vorwächter. Weg. Mal gucken, ob wir das vielleicht ein bisschen schneller jetzt hinbekommen. Ah, nee, Moment. Ich werde da durch die Tür rein. Oder? Dann machen wir, glaube ich, jetzt den Raum hier offen. Erstmal rein in die Disco, die voller Gegner ist. Ja, die ganzen Mysters kann man ja eigentlich relativ gut trainieren, denke ich mal, weil alle drei hier sind. Und Shizuna. Bei Shizuna muss ich trotzdem irgendwie so ein bisschen an Svenjas Let's Play denken. Shizuna muss ich immer so ein bisschen an deinen Kristall-Let's Play denken. Da sie dort einen elektrischen Konduktor namens Izuna hat. Und Kizuna und Izuna klingt sich irgendwo doch so ein bisschen ähnlich. Deswegen muss ich da mal so ein bisschen dran denken. Mr. 2. Mr. 2? Fast. Doch, das ist Mr. 2. Was rede ich denn da? Dann mache ich mal keinen Fehler und mache mir selbst einen Fehler daraus. Oder so. Ich muss erst da oben hin, ne? Ich dachte, ich kann direkt da unten zu Cocoboy. Ja, ich stürme erstmal in die Disco und gebe allen eine Schelle. Und dann stürme ich hier den falschen Weg entlang und... Jau. Geh den falschen Weg. Tiefgründig. So. Hallo. Und wieder tschüss. Jetzt müssen wir runter zu Krokodil. Yo, Minotaurus. Box dir mal so ein bisschen ins Gesicht, ne? Ich hätte nichts dagegen. Und Minotaurus weg. So, Krokodil Komit. Ich dachte als Kind immer, Smoker und Krokodil wären eine Person. Die sehen sich ja auch schon fast ein bisschen ähnlich. Ne? Einfach alle wieder kauen hier. Buggy. Und damit ist auch Buggy da und er kann jetzt mal anfangen, hier die ganzen Leute mal zu befreien.
Ich gehe schon mal rüber zu Mr. One. Aber schön, dass Ruffy doch immer im Kroko zu ihm sagt, einfach nur. Haben einmal einen weg. Und wieder weg. Ist er noch? Hier war noch einfach mein Kizuna Rush beendet hat, einfach nur weil er abgehauen ist. Hier noch ein Buggy. So, jetzt müssen wir gleich die Tür hier aufgehen. Jeden Augenblick. Das hat das Kind nicht sofort gemerkt, dass Sogeking Lysop ist. Ja gut. Wollen wir einfach mal nichts dagegen sagen. Er hat sich auch gut getan. Juhu! Einmal mit durchgefroren. Gewinnen wir den nochmal? Wir machen ihn nochmal voll. Ich mach wieder Party im Knast. Jo. So kennt man mich doch. Immer nur ein Party machen. Gestern war ich auch noch ganz gut Party machen. Jedes Schatzzeichen hat einen anderen Charakter. Oh ja. Ich sollte die einfach alle offscreen machen und euch einfach die Schatzereignisse zeigen. Dann müssen wir nicht die Mission 1000 und 3000 Mal machen. Ich mach sie einfach offscreen oder so. Wie klingt das? Wobei, ich mache das Kind eigentlich extra, um die Schatz eigentlich zu zeigen, von daher. Das ist ein bisschen doof. So, sind hier wieder die großen Gegner weg? Ah ne, Hanyaball ist auch wieder da. Lange Kontrolle über das Gebiet und befreie Mr. One. Das ist das Gebiet, was ich schon vor 5 Minuten befreit habe, aber gut. Huch. Ich habe Mr. One gerettet. Ja, von hier aus. Passt. Ich kann gut Leute aus der Entfernung retten. So, Hanyaball. Hallo. Hier gibt's kein Offspring oder Katz. Na gut. So, und Hanyaball weg. Manchmal frage ich mich echt, wonach richtet es sich. Was für eine Zahl ich eigentlich da bei meinem Kizuna Rush noch habe. Ich habe einen Ball gefunden. Wonach sieht es sich, ob ich jetzt quasi wieder mit 2 oder mit 3 ja, Super Level anfange. Nein. Level 3 に上がれそうじゃ。